Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video gibt es mal wieder den Wochen-Reset. Was alles neu in der Woche ist und wo ihr was findet. In der Dämmerung hätten wir aktiv episch, Feinde sind gut gepanzert, hochaggressiv und erscheinen in großer Anzahl. Dann Prügler, Schaden, Du, Hüter, Nahkampf ist deutlich erhöht. Dann hätten wir geerdet, Spieler nehmen mehr Schaden, während sie sich in der Luft befinden. Spreu, Spielradar ist deaktiviert und Puzzlespiel, Feindschilde sind gegen ungleichen Elementarschaden resistent. Wir würden gegen Omnigul kämpfen, die wäre in der Dämmerung aktiv. Bei den Strikes haben wir bei der Vorhut hier heroisch, Feinde erscheinen in größerer Anzahl und sind aggressiver. Dann Spezialist, Spezialwaffenschaden wird begünstigt. Dann Spreu, Spielradar ist deaktiviert und luftgestützt, Spieler verursachen mehr Schaden, wenn sie sich in der Luft befinden. Bei dem Riff hätten wir hier folgendes aktiv, Superkill-Bonus, Spezialist und Rinnsal, falls man das noch machen möchte. Dann bei den Raids wäre diese Woche wieder Atheon dran mit dem Templar und auch Atheon selbst als Challenge. Wer nicht weiß, wie das geht, in der Infokarte wäre das Ganze verlinkt. Die Truhe im Raid von Krota wäre direkt an der ersten Stelle, so wie man es auch hier auf diesem Bildchen sieht. Bei Shiro auf dem Eisernen Turm hätten wir die Beutezüge Du schockst mich, benutze Arkus-Schaden, um Gefallene auszuschalten, dann zieh den Stecker, eliminiere gefallene Matches und Ultras, dann schließe Begegnungen mit Captains in der Archonschmiede ab und schließe Begegnungen mit Vandalen in der Archonschmiede ab. Das könnten wir hier abschließen. T12 fähige Gegenstände gibt es bei ihm diese Woche nicht. Dann noch bei den Kryptarchen. Hier hätten wir wieder die Artefakte. Dieses Mal Timurs Andenken. Nahkampfangriffe gegen schwächere Lackern der Dunkelheit können dazu führen, dass sie sich gegen die eigenen Verbündeten wenden und für einen als Verbündeten dienen. Dann Radagasts Andenken gewährt die Fähigkeit, Energieprojektile abzuwehren, wenn man ein Schwert führt, erhöht Schwertmunitionskapazität. Geleons Andenken gewährt ein detailliertes Radar. Radar bleibt auch, wenn das Zielvisier bei der Primärwaffe benutzt wird, aktiv. Also das heißt, können zielen und haben das Radar trotzdem aktiv. Das mit dem Schwert finde ich ganz nützlich, weil die ein oder andere Stelle im Raid ist mit dem Schwert sehr gut zu spielen. Aus diesem Grund macht es schon Sinn, auch dieses Artefakt zu kaufen. Bei Zavala hätten wir dann die Beutezüge Strike Elite, du verdienst Medaillen mit dem Titel Goldstufe erreicht, Silberstufe erreicht und eine Bronzestufe erreicht. Dann könnten wir hier noch Sonnenaufgang abschließen, verdiene eine Goldstufe erreicht Medaille in der Dämmerung, bevor die Zeit abläuft. Das nehmen wir gleich mit. Dann mach einen Regenbogen, verdiene schnell eine Primärwaffen, Spezialwaffen und schwere Waffen, Strähne, um Regenbogenmedaille zu verdienen, falls man das auch noch nicht gemacht hätte. Bei Shax hätten wir diese Woche zurück zu den Anfängen. Hier spielen wir Konfliktmatches, müssen wir einfach verschiedene Punkte abschließen. Dann hätten wir ein Spiel namens Rift, da müssen wir einfach Rift abschließen. Da auch verschiedene Punkte bei Rift, um die zwei Shax-Beutezüge zu meistern. Bei seinem Compadre, der nebendran steht, hätten wir diese Woche Zielen und Schießen. Hier müssen wir mit Automatikgewehren Kills machen, 50 Stück. Scoutgewehr auch 50 Stück. Fusionskills, also Fusionsgewehrkills 25. Schrotflintenkills 25 und schwere Waffen 15. So, und das war's auch schon vom Wochen-Reset-Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch noch ein Like da. Wenn ihr euch noch Sachen in diesem Video wünscht, schreibt es in die Kommentare rein, damit ich Bescheid weiß. Dann kann ich es vielleicht im nächsten Video noch einbauen. Entschuldigung. Dann bleibt mir nur zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.